Streik. Heute sind wir viele im Streik. Das hat Gründe. Wir wollen nämlich nicht nur Aufwertung, wir wollen auch gute Bedingungen für unsere Kinder und Jugendlichen. Wir arbeiten zum Beispiel an Schulen. Wir helfen Kindern, die es schwer haben im Unterricht. Wir machen Angebote im Unterricht. Wir machen Angebote am Nachmittag, die Lust auf Schule machen. Wir helfen dabei, dass Kinder in der Schule nicht nur Algebra lernen, sondern auch sozialen Umgang miteinander. Wir beraten Kinder und Eltern in Krisensituationen. Wir helfen bei der Berufsorientierung. Wir bemerken, wenn es Kindern schlecht geht oder sie Gewalt ausgesetzt sind, und helfen ihnen dann. Wir erforschen und entwickeln gemeinsam mit den Kindern ihre Interessen und Potenziale. Wir versuchen trotz aller Kürzung von Senatsseite eine inklusive Schule möglich zu machen. Die Arbeit ist nicht immer einfach. Wer einmal einen Kindergeburtstag bei sich zu Hause hatte, kann sich vielleicht vorstellen, wie schwierig es ist, jedes Kind mitzunehmen. Dabei ist es frustrierend zu sehen, wie die Stadt bei jeder Tarifrunde rumheult, dass nicht genug Geld für uns da ist. Während für Elbphilharmonie, Olympiabewerbung und G20-Gipfeltreffen anscheinend immer genug Geld da ist. Es ist frustrierend, wenn wir unsere Arbeit nicht ideal machen können, weil wir bei den Hamburger Mieten einen Zweitjob brauchen, wenig Geld für einen Urlaub haben. Besonders frustrierend ist es aber auch, wenn die Stadt mit unsinnigen Regelungen in unsere Arbeit eingreifen will, die den einzigen Zweck haben, Personal zu sparen, statt uns als Experten zu hören. Manche Menschen in der Behörde stellen sich anscheinend vor, Pädagogik sei, eine Zeit lang auf einen Haufen Kinder aufzupassen und sie dann wieder bei ihren Eltern abzugeben. Wir brauchen aber auch Zeit für Elterngespräche, für Vernetzung im Stadtteil, für die Planung von Kursen und Projekten, die Schüler und Schülerinnen begeistern könnten, und auch Zeit zum Austausch untereinander. Gute Pädagogik hat ihren Preis. Und jede und jeder von Ihnen und von euch kann dabei helfen, der Stadt zu sagen, dass Zukunftschancen für Kinder wichtiger sind als Prestigeobjekte.